Diesen Beitrag widmet Ihnen Fussel Modestraße. Gönn dir was Schönes. Kommen Sie in unsere Filiale nach Schering, Linzer Straße 55. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UKTV News Report. Dieses Mal vom Derby zwischen der Union St. Egidi und der Union Moskau Kupfing. Wir zeigen euch wie immer auf UKTV die wichtigsten Szenen, die besten Chancen und natürlich alle Tore. Viel Vergnügen! Die erste Szene gleich einmal für die Hausherren hier. Flanke von der rechten Seite. Ball wird zur Mitte zurückgeköpft. Kurze Abwehr in die Mitte und Drexler Niklas kann schießen und der schießt aber über das Tor. Als nächstes ein Angriff über die linke Seite der Kupfinger hier, kann sich André Wolk durchsetzen. In der Mitte läuft sich Sebastian Brücking frei, der Ball kommt auch herein, aber der kommt nicht mehr an den Ball. Glück für die Union St. Egidi. Mit der nächsten Szene sind wir auch schon wieder in der letzten vor der Halbzeitpause angelangt. Freistoß hier von Ralf Patzer und Breit Philipp mit einem gefühlvollen Heber aus dem Stand und der geht knapp über die Latte. Das ist auch der Halbzeitpfiff. Die Szenen der zweiten Hälfte präsentiert Ihnen Fussel Modestraße. Gönn dir was Schönes. In Ihrer Filiale in Schering, Linzer Straße 55. Zur Pause stand es also 0:0. Mal sehen, wie die zweite Hälfte verläuft. Die erste Szene gleich nach der Pause für die Kupfinger hier, Freistoß von Dominik Mühlböck mit dem hohen Ball auf André Wolk. Der kann sich den Ball herunternehmen, läuft auf der rechten Seite nach vorne und flankt nach innen und hier steht Simon Barming allein vor dem Tor und der kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Kupfing bleibt aber in Ballbesitz. Simon Barminger kann den Ball nochmal zur Mitte bringen auf den völlig freistehenden Ralf Patzer und der abermals mit der guten Möglichkeit auf den Führungstreffer. Wir schreiben Minute 54, Eckball für die UJK von der rechten Seite getreten durch Sebastian Blückinger. Der Ball kommt auf den ersten Pfosten, Jetzinger Marco steigt hoch und André Wolk kommt etwas zu spät. Kurz darauf die nächste Möglichkeit für die Union Josko Kopfing. Einwurf von der rechten Seite hier. Breit Philipp auf Patzer Ralf. Der gibt den Ball über Postwennen zurück. Flanke von Breit Philipp auf den ersten Pfosten. Und hier steht André Wolk und der köpft 1:1:0. Die Union Josko Kopfing geht in Führung in der 55. Spielminute. Torschütze André Wolk. Nochmals die Wiederholung dieser schönen Hereingabe und des schönen Kopfballtreffers. St. Egidi nach diesem Führungstreffer der Kupfinger natürlich jetzt gefordert. Probieren wieder vermehrt in der Offensive ihre Chancen herauszuarbeiten. Hier jedoch ein Foulspiel von Weberbauer an Leitner Manuel. Hier sieht Weberbauer die gelbe Karte. St. Egidi probiert einfach weiter den Ausgleichstreffer zu erzielen. Hier ein hoher Ball in die Mitte und da ist Weberbauer allein vor Tor. Der Fischer probiert den Heber und dieser Ball geht knapp über das Tor. Auf der Gegenseite dann ein weiter Ball auf den gerade eingewechselten Dominik Reintaler, der kann den Ball weiterleiten und André Wolk allein vor dem Tor und der schießt 1:2:0. Die Union Josko Kupfing erhöht auf 2:0 Torschütze André Wolk. Hier noch einmal etwas verlangsamt der Treffer der UJK zum 2:0.
Dinge. Giedinger jetzt nach diesem 2:0-Treffer natürlich etwas frustriert. Was in dieser Szene ein Foul von Daniel Schmidhuber an Josef Albert gut ersichtlich wird. Hier gibt es gelbe Karte für Daniel Schmidhuber. Die letzte gute Tormöglichkeit auf Seiten der Union Jutka Kopfing in der 79. Minute hier. Der Ball vom rechten Flügel in den Rückraum und Breit Philipp kann zum Schuss, aber der ist ihm völlig abgerissen. Wir sind hier bereits in den letzten Sekunden vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Schauer und da pfeift er ab und die Union Jutka Kopfing gewinnt auswärts bei der Union St. Egide mit 0:2, setzt damit die Siegesserie fort und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich hier mit danke, dass ihr auf UKTV dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Fussel Modestraße. Gönn dir was Schönes. Besuchen Sie uns in unserer Filiale in Schering, Linzer Straße 55.